Es ist also höchste Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, welche Vorgeschichte die Lebensmittel haben, die wir täglich konsumieren, auch wenn wir manches davon lieber verdrängen würden. Ist das nur ein Burger? Nein. Es war ein kleines Kalb, das kurz nach seiner Geburt von seiner Mutter getrennt wurde und eingepfercht mit anderen Leidensgenossen in einem dunklen Stall aufwuchs, mit Wachstumshormonen und Antibiotika gefüttert. Seine ersten Schritte unter freiem Himmel waren die in einen Transporter ins Schlachthaus, wo es betäubt und bei lebendigem Leib aufgeschnitten, in kleine Stücke geteilt, in Plastik verpackt und in einen Supermarkt transportiert wurde. Ja, wir wissen heute einfach, dass wir zum Beispiel Panikattacken, diese ganzen Angstgeschichten eigentlich erst haben, seit die EU diese Großschlachthöfe so sehr begünstigt. Ja, da stehen dann 10, 12 Tiere an und müssen zuschauen, wie ihre Vorgänger geschlachtet werden. Also da gehen ja direkt die Hormone, da brauchen wir noch gar keine Schwingungstheorie, da gehen direkt die Stress- und Angstneurotransmitter ins Blut und damit ins Fleisch. Wir essen mit Fleisch, essen wir Angst. Da-da-da, da-da-da, mm-hmm.